Willkommen zurück beginnt mit dem 7. Jahrhundert und bis etwa 1500 breitet sich der Islam über die Länder des Nahen und Mittleren Ostens, Nordafrika bis hin nach Spanien aus. Und auch wenn die eroberten Gebiete das nicht nur mit Begeisterung aufgenommen haben dürften, so ist es vermutlich richtig zu sagen, dass die islamischen Herrscher Kultur und Wissenschaften sehr gefördert und ihnen zu einer unglaublichen Blüte verholfen haben. Lange Zeit hat man den arabischen Wissenschaftlern irgendwie nur Credit gegeben, würde ich mal sagen, für die Übersetzung und Überlieferung der griechischen Quellen. Und die islamischen Gelehrten haben sich auch sehr strikt an die griechischen Beweistraditionen gehalten. Also die wollten beweisen. Das ist jetzt ganz anders als bei diesen indischen und anderen Sachen. Insbesondere als bei der chinesischen Mathematik, wo wir auch gesagt haben, das waren eigentlich nur so Sammlungen von Aufgaben und Regeln. Bei der vedischen Mathematik dann auch klassische Periode in Indien, geht das dann mit diesem Upapata los. Aber die Niklauen sozusagen oder integrieren viele von diesen numerisch-pragmatischen Verfahrensweisen und stellen die halt auf sozusagen auf solidere Füße. Und sie tragen natürlich maßgeblich zur Verbreitung der indisch-arabischen Zahlzeichen dabei, was man nicht unterschätzen darf. Also gegenüber den in Europa damals gebräuchlichen lateinischen Zahlzeichen haben die halt doch einfach massive Vorteile von der Zahldarstellung und der Rechnerei. Es gibt maßgebliche Eigenleistungen, insbesondere auf dem Gebiet der Algebra, etwas weniger in der Geometrie, relativ viel dann wieder in der Trigonometrie. Teilweise sind die erst in jüngerer Zeit gewürdigt worden. Und was auch so ein bisschen ist, dass man sich, also man kennt, hier ist noch sehr viel unerschlossen von dieser westislamischen Tradition, was hier so im Maghreb und im nordafrikanischen Bereich eher ist. Erschlossen ist eigentlich eher das, was in diesem östlichen Bereich ist. So, und dann steht hier, mathematische und astronomische Forschung ist in hohem Maße Gottesdienst. Gibt sogar so eine englische Dissertation, wo die heißt, glaube ich, so Mathematik als Gottesdienst quasi für das Dings. Also es sind sehr viele der Fragestellungen sind mit religiösen Problemstellungen verbunden. Zum Beispiel, wie kriege ich raus, wo Mekka liegt? Das ist ja gar nicht so leicht, wenn Sie da See fahren und sollen dann, ne? Oder Zeitmessungen, weil dann zu gewissen Stunden und so die Gebete angesetzt sind. Und das Erbrecht ist sehr aufwendig. Und diese Fragestellung befördern Mathematik. Das geht dann aber immer darüber hinaus. Also das ist ganz klar, dass Mathematik sich dann über die Frage, die Leute, wie Ihnen das vielleicht auch schon mal geht, wollen dann auch irgendwie dann nochmal wissen, und wie geht das jetzt grundsätzlich und so, und entwickeln die Mathematik dann auch über die unbedingten Notwendigkeiten hinaus weiter. So, jetzt hier Zeittafel für den Islam, die ist ganz, ganz grob. 622 beginnt die islamische Zeitrechnung, weil da Mohammed von Mekka nach Medina auswandert. 632 ist er tot und 635 bis 750 sind so die ganz wesentlichen islamischen Eroberungen. Damaskus, Mesopotamien, Persien, Ägypten, Übertritt nach Spanien von Gibraltar her, Vorstoß bis zum Indus. Ab 750 ist das dann so ein großes Gebiet, dass sich das in zwei Teile teilt. 762 wird Bagdad gegründet und ist das kulturell-wissenschaftliche Zentrum des ostarabischen Gebiets und dieses oder ostislamischen Gebiets und das westislamische Gebiet, das hat halt da in Spanien bei Córdoba sein Zentrum. Mathematisch werden normalerweise drei Perioden unterschieden. Irgendwie sind das immer drei. Na, bei den Griechen hat man, glaube ich, vier. Die erste Periode, da haben die tatsächlich alles aufgesogen, die ganzen griechischen Schriften übersetzt in diesem Haus der Weisheit in Bagdad. Unter anderem von den Leuten, die wir schon mal hatten, Ptolemäus, Euklid, Apollonius, Archimedes, Diophant und Theron. Alles auf Arabisch übersetzt. Dann entsteht aber auch das Kommentieren und das Korrigieren kleinerer Fehler. Und dann geht das so in diese zweite Periode über, wo tatsächlich dann auch eine eigenständige mathematische Kultur entsteht mit Beiträgen zur Arithmetik, Zahlentheorie, Algebra, Geometrie, Trigonometrie, Anfänge der Näherungsrechnung und auch wieder Anfänge der Analysis. Und dann gibt es die dritte Periode, 950 bis 1500, eher ein bisschen grob, ne? Da ist dann eine zunehmende Hinwendung zu
vor allem astronomischen Berechnungen und sphärischer Trigonometrie und zu Näherungsmethoden in Algebra und Astronomie, vermutlich auch ein bisschen beeinflusst durch Kontakte mit China ab 1300, die viel so Näherungszeug hatten. Und 1492 fängt das so langsam an, so ein bisschen eingebremst zu werden. Da ist jetzt die Rückeroberung von Spanien durch die Christen und das Ende der Maurenherrschaft in Spanien. Ein großer Vorteil der indo-arabischen Zifferndarstellung ist, wie schon öfter erwähnt, deren gute Eignung für schriftliche Rechenverfahren. Bei Kushya ibn Laban findet man diese etwa um das Jahr 1000 herum. Die gibt es auch schon so ungefähr 200 Jahre früher beim Al-Khwarizmi, aber vom Al-Khwarizmi ist eben die Arithmetik, wo die drinstehen, leider nicht erhalten. Diese Rechenverfahren funktionieren etwas anders als bei uns. Man hat da auch auf flüchtigen Medien, also auf einer Tafel, wo man wegwischen kann, oder im Sand geschrieben. Und da war es dann vernünftig, dass man bei Addition und Subtraktion einfach auch mit dem größten Stellenwert angefangen hat. Da muss man immer mal wieder was wegwischen. Das wäre heute mit so Füllern und so ein bisschen unpraktisch. Schauen wir uns das mal an. Das Additionsverfahren ist jetzt immer etwas unterschiedlich, je nachdem, ob alle Stellenwerte belegt sind und ob es Überträge gibt. Fangen wir mal mit der Aufgabe an. 5625 plus 839. Der erste Schritt ist hier, dass wir mal berechnen, 56 plus 8 ist gleich 64, weil wir eben an der ersten Stelle keine Zahl haben und weil wir einen Übertrag haben bei 8 plus 6. Der zweite Schritt ist, dass wir nun weitergehen an die nächste Stelle. Da können wir aber einfach 2 plus 3 ist gleich 5 rechnen, da brauchen wir keinen Übertrag. So, und jetzt geht's an die letzte Stelle heran. Und da haben wir 9 plus 5, da brauchen wir wieder den weiteren Stellenwert. Also rechnen wir eigentlich 55 plus 9 ist 64. Und unser Ergebnis ist dann 6464. Ganz ähnlich funktioniert die Subtraktion. Wir ziehen zunächst mal die 8 von der 56 ab, weil wir da wieder eben einen Übertrag haben. Und dann ziehen wir von der 82 die 3 ab, ist wieder mit Übertrag, kommen wir auf 79 und an der letzten Stelle 95 minus 9 ist 86, war auch wieder ein Übertrag. 4786 ist das Ergebnis. Ein ganz bisschen unübersichtlich wird dieses Hinschreiben und Wegwischen dann bei der Multiplikation, weil uns da Ergebnis und die Zahl, die wir eigentlich multiplizieren wollen, so ein bisschen ins Gehege kommt. Für die Multiplikation 325 mal 243 schreiben wir den ersten Faktor oben hin und den zweiten Faktor dann mit der einer Stelle an die 100er Stelle des ersten Faktors. So, jetzt kommen die Berechnungen zunächst dran, wo wir immer multiplizieren die Zahlen 2, 4 und 3 mit dem Dreier, also mit der 100er Stelle von dem ersten Faktor. Und wir schreiben das auch so hin. Sie sehen, da ist genau ein Stellenwert freigelassen worden, damit wir jetzt eben hingehen können und wissen, okay, 2 mal 3, das passt dann schon vom Stellenwert. So, da kommt der 6er hin. Jetzt kommt als nächstes 4 mal 3, da haben wir einen Übertrag, müssen also rechnen 60, weil wir noch den 6er in dem Stellenwert davor hatten, plus 4 mal 3 ergibt dann 72. So, jetzt kommt die Stelle, an der es so etwas unübersichtlich ist. Das ist, an dieser Stelle müssen wir jetzt 3 mal 3 rechnen. Da müssen wir also tatsächlich den alten Dreier ausstreichen und dann einen Neuner hinschreiben und kommen dann auf 729. Jetzt schieben wir alles eins nach rechts und jetzt geht die Sache wieder los. Jetzt rechnen wir wieder mit dem Zweier. 2 mal 2 ist 4, aber wir haben da vorne ja noch die 72 stehen, also wird das dazu addiert und es bleibt vorne die 76 stehen. So, jetzt geht's wieder einen Stellenwert weiter. Da haben wir die 69 plus 4 mal 2 ist 77 und dann wieder auf den letzten Stellenwert aufpassen. Der Zweier darf da nicht mit berücksichtigt werden. Das ist also 70 plus und dann aber 3 mal die 2, weil der Zweier wird ja gegen diese Stelle dann ausgetauscht, sind 76. Und jetzt schieben wir das wieder alles eins nach rechts. Und jetzt geht das Spiel eigentlich einfach nur genau wieder von vorne los mit den entsprechenden Zahlen. Dazu addieren bei der Multiplikation und beim letzten Stellenwert aufpassen, dass wir da wieder rechnen müssen. 60 plus 3 mal 5 und der alte Fünfer, der verschwindet dann quasi.
Ja, und so ist unser Ergebnis dann 78.975. Auch bei der Division kommt man wieder nicht ganz ohne Auswischen aus. Für die Division ist das auch nicht anders viel, als wenn wir eine Division berechnen. Man muss immer noch einmal schauen, wie oft passt denn eigentlich die 243 in 5.625 herein, beziehungsweise man nimmt erstmal so viele Stellen, wie man braucht. Das sind in unserem Fall die Stellen 5, 6 und 2. Also schaut man, wie oft wird die 243 in die 562 überschlagsmäßig hereinpassen. Das geht zweimal. Also schreibt mal oben drüber eine 2. Die kommt jetzt aber an die 10er Stelle, weil das sind ja eigentlich 20, weil wir hinten eine Stelle nicht berücksichtigt haben. So, und jetzt läuft das so, dass man quasi in der Mitte die Zahl 5, 6, 2, 5, durch die eigentlich dividiert wird, da rechnen wir jetzt immer aus, was uns als Rest bleibt. Ja, dann machen wir das mal. Also da haben wir 2 mal 2 ist 4, von 5 abgezogen ist 1. Und dann haben wir von der 16 müssen wir abziehen 2 mal die 4. Das ist wieder die Übertragsgeschichte. Da kommt dann eine 8, die stehen bleibt. Und am nächsten Stellenwert haben wir natürlich auch wieder einen Übertrag. Da müssen wir rechnen, 82 minus 2 mal 3 ist gleich 76. So, jetzt bleiben 765 stehen und jetzt schreitet das Verfahren genauso wie bei uns voran. Man geht eins nach rechts und schaut jetzt, wie oft passt die 243 in die 765 herein. Ja, das geht ungefähr dreimal. Und jetzt geht das Spiel wieder von vorne los. 7 minus 3 mal 2 bleibt 1 stehen. Jetzt haben wir wieder den Übertrag, müssen wir rechnen. 16 minus 3 mal 4 ist 4, bleibt die 4 stehen. Und jetzt haben wir wieder den Übertrag, 45 minus 3 mal 3 ist 36. So, und an dieser Stelle bricht dann das Verfahren ab. Man hat es ja also eigentlich mit einer Division mit Rest zu tun, beziehungsweise Ibn Laban hört eben einfach da auf, wo heute in der Volksschule die Kinder auch zu rechnen aufhören würden. Bei Abu al-Hasan al-Uqildisi kommen dann auch Dezimalbrüche vor. Abgebildet ist hier, wie er zu 135 fünfmal hintereinander iterativ ein Zehntel des aktuellen Werts dazu addiert. Also faktisch rechnet er da 135 mal in Klammern 1 plus 1 Zehntel hoch 5. Die einer Stelle bekommt dann einfach einen Punkt obendrauf und dadurch weiß man dann, ob man kleiner oder größer als 1 ist gerade. Ähnlich wie schon bei den Griechen bis Ptolemaios verwenden die Araber parallel in der Trigonometrie auch Sechsagesimalbrüche. Das ist ja bei uns im Grunde heute noch so, wenn wir von Grad, Minuten und Sekunden sprechen, in so Zusammenhängen, wo es um Winkel geht. Wie Sie sehen, werden hier die Stellenwerte untereinander notiert und außerdem hat man jetzt ein Zeichen für die leere Stelle. Leer heißt arabisch Sifr, von dem unser Wort Ziffer abstammt und noch eingängiger auch das englische Wort Zero. Das wohl wichtigste arithmetisch-algebraische Lehrwerk ist das gut 100 Jahre ältere Al-Kitab al-Mutazar fi Hisab al-Gabra wal-Muqabala von Al-Khwarizmi, von dem sich über Al-Jabra unser Wort Algebra und über Al-Khwarizmi, den Namen also, unser Wort Algorithmus ableitet. Auf Deutsch bedeutet der Titel das kurz gefasste Buch über die Rechenverfahren durch Ergänzen und Ausgleichen. Da geht es aber eigentlich eher um das Lösen von Gleichungen. Jetzt kommen mal die Erbteilungsaufgaben, das sind noch rein arithmetische Probleme, die auch nicht mit, man kann schon sagen, man hat da auch eine Unbekannte drin, aber wir sehen nachher die quadratischen Gleichungen, da wird es dann deutlicher, das, was Sie gemacht haben. Also, eine Frau stirbt und hinterlässt einen Ehemann, einen Sohn und drei Töchter. In diesem Fall sagt das Gesetz, dass der Ehemann ein Viertel des Vermögens erhält und ein Sohn doppelt so viel wie eine Tochter. Und da schreibt hier der Herr Berggren, dass das eine erhebliche Verbesserung für die Frauen war. Normalerweise haben die halt gar nichts geerbt. Und dann ist so der halb so viel wie der Sohn dann schon ein ganz deutlicher Vorteil. So, wie macht man das jetzt? Das ist natürlich auch wieder so eine Aufgabe, wo man sich einfach nur überlegen muss, man skaliert das möglichst so, dass man nicht so viele Nenner hat. Ne? Also muss man sich mal überlegen, was könnte ganz gut gehen. Also in Viertel müssen wir das Vermögen auf jeden Fall teilen. Wir machen mal erstmal nur Aufgabe 1. So, und jetzt haben wir noch, Sohn kriegt doppelt so viel, also Sohn zählt quasi wie zwei Personen.
Also ein Sohn zählt wie zwei Töchter und dann sind auch noch drei Töchter da. Also haben wir eigentlich fünf Töchter. Nur zwei von den fünf Töchtern sind eigentlich ein Sohn. So, also Sie verstehen, was ich meine. Sie müssen das Resterbe in fünf Teile teilen. So, jetzt nehmen wir einfach 20, dann geht das gut. Wenn wir 20 sagen, dann können wir das glatt rechnen. Sagen wir mal, das Vermögen betrüge 20, dann brauchen wir halt keine Brüche. Ich sollte nicht mit dem Bleier schreiben, das liest sich so schlecht. Vielleicht mal Fokus. 20, so jetzt mal ein Viertel, das kriegt Papa. Also der kriegt schon mal 5. 15 sind noch über und die müssen wir auf 5 Personen verteilen. Wobei der eine kriegt halt doppelt so viel. Der eine ist eigentlich zwei Töchter. So, also kriegt jeder kriegt 3, jede Tochter kriegt 3. 15 waren noch übrig, durch 5 teilen 3. Und der Sohn kriegt halt 6. So, jetzt rechnen wir nochmal. 3 mal 3 ist gleich 9. 9 plus 6 ist gleich 15. 15 plus 5 ist gleich 20. So, und jetzt können Sie natürlich hier überall 20stel drunter schreiben, dann haben Sie die Anteile vom Vermögen. Und die Tochter kriegt 3 Zwanzigstel, der Sohn kriegt 6 Zwanzigstel, der Papa kriegt 5 Zwanzigstel, kriegt der Sohn sogar mehr als der Papa. Jetzt wird's kompliziert. Eine Frau stirbt und hinterlässt einen Ehemann, eine Tochter und einen Sohn und 3 Töchter. Sie vermacht aber auch einem Fremden 1/7 plus 1/8 ihres Vermögens. Mann, Mann, Mann. Das Gesetz sagt, dass ohne Zustimmung der natürlichen Erben kein Erbteil größer als 1/3 sein darf. Da gibt es noch ganz komplizierte Regeln, was passiert, wenn die sich nicht einigen. Das habe ich jetzt mal weggelassen. Da gibt es noch ganz komplizierte Regeln. Wir haben nämlich Glück, 1/7 plus 1/8 ist Gott sei Dank kleiner als 1/3. Da müsste sich niemand einigen. Und es gibt die Regelung, dass der Erbteil der Fremden zuerst mal auszubezahlen ist, bevor dann die restlichen Anteile bestimmt werden. Gut, also schauen wir mal. 1/7 plus ein, machen wir erstmal 1/7 plus 1/8. Das ist ja Mist. 1/7 plus 1/8 ist gleich 8, 7 mal 1/8 plus 7 mal 1/8. Ne? Also 7 mal 8 ist 56, ja, oder? 56. Also 15, 56stel. Gehen schon mal verschwindibus. So, jetzt könnten wir auch wieder was mit dem Hauptnehmer machen. Mal sehen, wie habe ich das denn vorhin gerechnet. Ja, könnten wir machen. Wir wissen ja schon, dass hier 20 ganz praktisch war. Es sind ja genau dieselben Anteile, auf die der Rest aufgeteilt wird. Also sagen wir mal, wir nehmen einfach mal 56 mal 20. Wir behaupten mal, das Vermögen beträgt 1120. Dann rechnet sich das glatt. So, jetzt kriegt von 1120 mal 15 geteilt durch 56 ist 2 hin, 1 im Sinn. Irgendwo hatte ich das hier mal stehen. Wieso habe ich denn das hier nicht stehen? Die Töchter habe ich hier stehen, den Vater und den Sohn. Aber was ist denn der Rex? 300 müsste das sein. Ja, okay. Also nochmal, was war das Argument? Ich habe ja hier gerade dämlicher, ich muss einfach nur rechnen, 15 mal 20. Weil hier steht 56 mal 20 ist ja 1120. So, und dann kürzt sich ja da genau die 56. So. Und das 15 mal 20, 300 ist das, glaube ich, tatsächlich unbesehen, ohne es jetzt nochmal schriftlich zu rechnen. So, aber jetzt bleiben also 820 über für die Family. So, also 820, da kriegt jetzt wieder der Papa Viertel von. Ne? So, das sind also 205. So, der Sohn, der bekommt da jetzt wieder 6/20 davon. Also 820 mal 6 geteilt durch 20
Da sage ich mal so Pi mal Daumen, dass das 246 ist. Und die Töchter, die bekommen 820 mal 3 Zwanzigstel pro Tochter. Das ergibt 123. So, jetzt rechnen wir nochmal 300 plus 246 plus 123 plus 123 plus 23. 3, 6, 9, 15, 3, oh ja, die 205. 15, also 0, 20, 2, 4, 6, 8, 12, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11. Boah, passt. Geht sich aus, wie Sie sagen. So, jetzt, woher kommt eigentlich das Wort Algebra oder Aljabra? Hier, ich war zu faul, die ganzen richtigen Akzente im LaTeX über die Dings zu machen. Da müssen eigentlich, muss über das G gehört noch so ein Bogen und bei einigen der A's gehören so Striche darüber. Aber weil man das eigentlich nie benutzt, da müssen da lauter Streuzeichen ins Tech reinschreiben. Da war ich zu faul, deswegen steht das jetzt immer so ein bisschen falsch transkribiert da. Also das Aljabra, ich glaube nicht, das ist dann so ein ganz kurz gesprochenes G, was manchmal auch mit J geschrieben wird. Das heißt, an seinen Platz zurücksetzen oder wiederherstellen oder manchmal sagt man auch ergänzen. Das ist jetzt so ein bisschen, diese Trennung von dem Ergänzen und dem Ausgleichen ist nicht so leicht. Aber bei dem ersten, man hat hier 5x plus 1 ist gleich 2 minus 3x. So, jetzt ist mal eine Sache, die nicht so gerne haben, sind irgendwie negative Vorzeichen. So, und jetzt muss man das halt ergänzen, ausgleichen, so dass irgendwie das, was fehlt, weggeht. Und deswegen addiert man da plus 3x drauf. Dasselbe wäre aber auch gewesen, wenn da stehen würde, 5x plus 1 ist gleich 2x minus 3, dann hätte man halt die 3 drauf addiert, damit diese negativen Sachen wegkommen. Das wäre dieses Ergänzen, dann steht da 8x plus 1. Und das Valmukabala, das heißt dann ausgleichen oder reduzieren, da sagt man jetzt, okay, wenn ich von derselben Sorte, also in diesem Fall wären das die Zahlen, nämlich die 1 und die 2, das stehen habe, dann mache ich das so, dass ich das auf der Größe, also dass ich das so reduziere, dass es quasi dann nur noch auf einer Seite ist. Also nehme ich die kleinere Sache weg, dann steht es auf jeden Fall nur noch auf der einen Seite. Wäre jetzt aber auch dasselbe, wenn da stehen würde 12x und 8x, dann würde man halt auch das 8x weg reduzieren. Und jetzt ist Ihnen vielleicht klar, dass man allein mit diesen zwei Regeln jede Form einer quadratischen Gleichung auf bestimmte Grundformen bringen kann, nämlich insbesondere auf solche, in denen keinerlei negative Vorzeichen auftauchen. Und das ist wichtig noch in der islamischen Algebra, weil alle Gleichungen durch dieses Vorbild der Griechen weiterhin geometrisch interpretiert werden sollen und alle Elemente, die da auftauchen, tatsächlich als Flächen. Und negative Flächen ist halt immer irgendwie nichts, ne? So, deswegen muss das jetzt immer positiviert werden quasi. So, und dann kommt man letztlich auf 6 Typen von quadratischen Gleichungen, wobei 3 aber eigentlich nicht wirklich quadratische Gleichungen sind. Ne, so, die ersten 3 sind so ein bisschen albern. Die erste Gleichung bx ist gleich c, das ist eine quadratische Gleichung, wo der Koeffizient a 0 ist. Ist eher so linear, würde ich mal behaupten. So, also, und die interessieren sich auch nie für 0 als Lösung, das kommt auch noch hinzu. Deswegen ist die zweite Gleichung auch so ein bisschen langweilig, weil wenn ich mich für die Lösung interessiere, die nicht 0 ist, würde ich ja durch das x dividieren, dann ist es auch wieder weg. Dritte Gleichung ist auch so ein bisschen langweilig, da muss ich mir nicht ein großes Lösungsverfahren überlegen, da kann ich einfach sagen, naja, wenn ich a Quadrat habe, die x groß sind und die sollen Quadrat ergeben, dass c groß ist, ja, was soll ich da wo machen müssen, ne? Länge 10, a gleiche Teile aufstehen, Wurzel ziehen. Fertig. Und die dritten drei klingt lustig, ist aber richtig, also ist kein Quatsch. Für diese, die damit tatsächlich auch mit Zahlen bezeichnet sind, für die gibt's dann Lösungsverfahren in dem Buch. Zahlen und Mal, also Mal heißt jetzt nicht Mal nehmen, sondern ist halt Arabisch oder ja, doch Arabisch für, ja, manche sagen Vermögen. Das sollte allerdings groß geschrieben werden in dem Fall, gemäß unserer üblichen Rechtschreibregeln. Manche sagen auch einfach Dings.
Also das ist auf jeden Fall ist das ist quasi das x-Quadrat. Das ist immer das, was gesucht ist. Die Wurzeln, das sind immer die bx-Terme. Und die Zahlen sind die, wo gar kein x auftaucht. Und da gibt es eben Zahlen und mal gleich Wurzeln. Zahlen gleich Wurzeln und mal gleich Zahlen und Wurzeln. Und diese Unterscheidung kommt einem jetzt so ein bisschen künstlich vor, aber die ist einfach dadurch nötig, dass da kein Minus davor stehen darf. Sie könnten ja sagen, jetzt bringe ich ja immer das Q auf die andere Seite oder so. Da steht ja immer x² plus px plus q, mache ich PQ-Formel, bin ich fertig. Aber das geht natürlich nicht, wenn Sie sagen, jeder der Terme soll als Fläche interpretiert werden. Schauen wir uns für den Fall, wo jetzt Ziffer 1 dran steht, mal das Lösungsverfahren im Detail an. Hier mir ja auch mal unsere übliche Notation dazu, wenn wir sagen so x² plus px plus q ist gleich 0 und wollen das hiermit vergleichen, würde hier also stehen x² plus q ist gleich minus px, um immer alles doppelt aufschreiben zu können. Halbiere die Anzahl der Wurzeln. Die Anzahl der Wurzeln, das ist der Zehner, das ergibt 5. Also steht hier im ersten Schritt mal 10 halbe ist gleich 5, beziehungsweise in unserer Übersetzung minus p halbe. Dann zweitens multipliziere dies mit sich selbst. Zweitens 5 mal 5 erhalte 25, beziehungsweise wenn wir das machen, hätten wir minus p halbe in Klammern zum Quadrat. So, dass da Minus steht, ist eigentlich etwas wurscht. Subtrahiere hiervon die 21, die zum quadratischen Term hinzuaddiert sind. Das sind diese 21 hier, also unser Q. Also gut, dritter Schritt. Nehmen 25 minus 21, beziehungsweise in dem anderen Fall, ich schreibe jetzt mal gleich P halbe zum Quadrat minus Q. Ziehe hieraus der Rest ist 4, steht da noch, entschuldigen Sie, ist gleich 4. Hier kann ich das natürlich nicht ausrechnen. Vierter Schritt, ziehe hieraus die Quadratwurzel, also Wurzel aus 4 ist gleich 2. Und in unserem Fall würden wir hier mit dem p wieder sagen, Wurzel aus p halbe zum Quadrat minus q. Da ist also schon brav unsere Determinante da. Da freuen wir uns ja schon mal. Das sieht schon mal ziemlich gut aus. Und subtrahiere dies, also das, was wir rausbekommen haben, von der halben Anzahl der Wurzeln. Okay, also müssen wir jetzt wieder schreiben. Fünfter Schritt. Wir nehmen 5 minus 2 ist gleich 3, beziehungsweise in unserem Fall minus p halbe minus Wurzel aus p halbe zum Quadrat minus q. Das ist die Lösung, die du gesucht hast, und deren Quadrat ist 9. Ja. Alternativ kannst du auch die Quadratwurzel zur halben Anzahl der Wurzeln addieren und die Summe ist 7. Aha, das kann ich auch machen. Also ich kann auch sagen, sechstens, ich kann die nehmen 5 plus 2 ist gleich 7, beziehungsweise in unserem Fall minus p halbe plus Wurzel aus p halbe zum Quadrat minus q. Aha, das ist dann die Lösung, die du gesucht hast, und das Quadrat ist 49. Also, Sie sehen, hier kriegen wir wirklich ganz genau die zwei Lösungen heraus, die wir auch kennen. Und wir werden jetzt gleich im Geometrischen schauen, warum man das auch als quadratische Ergänzung bezeichnen kann. Algorithmi geht vom Rechteck 10, x aus. Also ist das Rechteck ist x hoch und hat die Breite 10, das Gesamtrechteck. So, da merken Sie schon was, das kann er ja gar nicht konstruieren. Der weiß ja gar nicht, wie x ist. Also das ist sozusagen keine konstruktive Lösung des Problems, weil wir kennen x gar nicht. Wir können nur sagen, wenn wir x wüssten, könnten wir ein Rechteck zeichnen, dass x mal 10 groß ist. Aber man kriegt so nicht das x raus. Das ist nur ein Beweis, der uns erklärt, warum das Verfahren funktioniert. Aber so finden wir das x nicht. So, jetzt, was macht er jetzt? Innerhalb des Rechtecks, lies weiter auf Seite 155, wird das Quadrat x² markiert. Okay, das sehen wir auch, ne?
für die weiße Fläche. Es verbleibt ein Rechteck 10 minus x mal x. Mit der Fläche 21 laut Angabe. Ja, warum? Weil x Quadrat, wenn ich von den 10x das x Quadrat abziehe, bleibt genau das x Quadrat übrig. Wenn ich von den 10x das x Quadrat abziehe, bleibt ja genau eine Fläche, die ist 21. Und das muss hier die graue Fläche 10 minus x mal x sein. Über eine Seite des Rechtecks wird nun die Länge 5 abgeschnitten. Also die Hälfte der ursprünglichen Länge 10 und darüber ein Quadrat errichtet. Das sieht man in der unteren Figur. So, Sie messen hier 5 ab und malen jetzt so ein 5 mal 5 Quadrat darüber. Dieses Quadrat wird in 3 Teile zerlegt in das Rechteck, das 5 und x als Seiten hat. Das ist dieses hier. Und das Rechteck 5 minus x und x, das ist hier oben das. Und in das Quadrat der Seite 5 minus x mal 5 minus x, das ist das hier. Vom Rechteck 10 minus x, x verbleibt ein Rechteck 5 minus x, x außerhalb des Quadrats. Das ist das hier. So, das haben wir bis jetzt noch nicht verbraucht. Somit ist das Quadrat der Seite 5 abzüglich des kleinen Quadrats der Seite 5 minus x flächengleich zum Rechteck 10 minus x, x der Fläche 21. Somit kann das kleine Quadrat nur die Fläche 4 haben. Nochmal überlegen, warum. Weil das Rechteck haben Sie genommen und haben hier diese schraffierte Fläche abgeschnitten, da oben dran gelegt. Jetzt fehlt Ihnen hier aber noch was, und das ist 5 minus x, 5 minus x lang. Und Sie wissen aber, die Gesamtfläche ist 25. Und damit sich das jetzt ausgeht, muss hier oben die Fläche 4 sein. Und daraus kriegt man dann letztlich, dass x 3 sein muss, weil das hat dann ja eine Länge 2. Weil Sie ja wissen, dass dieses 10 minus x mal x, das hatte ja eine Fläche von 21. Das heißt, 21 haben Sie hier schon untergebracht in dem Rechteck. 4 fehlen noch. Die brauchen Sie noch. So, und deswegen hat das auch den Namen quadratische Ergänzung, weil man immer auf ganze Quadrate da ergänzt. Auch für die anderen beiden Typen quadratischer Gleichungen lässt sich diese quadratische Ergänzung so geometrisch rechtfertigen. Das nehme ich aber mal in die Repetitoriums-Übungssitzung herein. Wir sind hier erstmal fertig mit diesem Teil. Sie dürfen wieder ab an die Schnitzel.